Guten Morgen. Da bin ich wieder. Mit einer Runde Don't Starve im Adventure Mode an Tag 9. Im King of Winter der zweiten Welt des Adventure Modes hier bei mir. Ich könnte mir schon mal Gedanken darüber machen, was es überhaupt noch geben könnte an nächsten Welten. Wobei ich das ja auch gar nicht sicher sagen kann, was kommen wird, sondern nur was kommen könnte. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das schon genug betont habe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was kommen könnte. Und ich kann es gerade nicht genau sagen, wie viele Welten es gibt. Aber die können alle an Tag 1 bis 4. Das ist die Möglichkeit, dass die kommen. Mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit. Hier oben war doch irgendwas. Da hat es doch ausgeschlagen. Ja. Auf der Spitze da hinten, als ich da auf der anderen Seite des Monolithen-Gedönsels war. Und es könnte sein, dass jetzt als nächstes für mich eine Welt kommt, die aus verschiedenen Inseln besteht, die nur über Wurmlöcher zu erreichen sind. Archipelago heißt die. Die habe ich eigentlich relativ oft, obwohl die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, dass die kommt. Okay. Sehr nah dran. Metal Potato Thing hier irgendwo. Okay, direkt neben. Ja, kann ich auch so suchen. Du oder auch nicht. Sehr nah dran. Ja, ist da drüben. Komme ich da denn wohl rüber? Aha. Kein großes Rätsel. So, zack. Und schon haben wir alle Teile zusammen, bis auf die Plattform. Oh, hier sind ganz viele Karotten. Huh! Und da haben wir ein Varos. Und noch ein Pilz. Und ein Hundegebiet. Okay. Dass da ein Hundegebiet ist, da schreckt mein Hund direkt auf. Ja. Verrät mir, dass nicht noch ein Monolithenübergang sein wird. Ich werde gleich anfangen zu frieren. Deswegen überlege ich gerade, wo ich hier ein Feuer mache. Vielleicht mache ich nur so ein Feuer aus so einem Baum hier. Auch schön muckelig warm. Das heißt, dass ich gleich mir schön die Pilze alle reinhauen kann. Alle Dinge schon. Ich habe wirklich alle Dinge. Es sind 5 Dinge und ich habe alle. Hätte ich die Wintermütze jetzt auch gar nicht gebraucht für, ne? So,
So kann's gehen. Kaum findet man Büffel, ist man fertig. Ah, wer weiß, was noch kommt. Viele von den Wachrössern. Das wollte ich nämlich vorhin nicht jinxen. Ich rüste mal das Ding hier aus, ne? Sehr schwach. Okay. Es kann nämlich sein, dass ich hier in der Winterwelt. Winter. Oh, jetzt wird's dunkel. Vollmond. Okay. Dass hier so eine ganze Horde von Walrössern auftaucht. Eigentlich bei Vollmond. Aber schaffe ich das noch? Müsste ich dringend mal wie heißen die? Glühwürmchen sammeln. Aber hier sind nirgends welche. Damit ich mir den Minenhelm bauen kann. Wo es jetzt hier auch vielleicht Verschwendung ist. Weil ich ja einfach weiterziehen kann jetzt gleich. Ja, kommt. Ich mache einfach hier. Ich gehe einfach direkt weiter. Bisschen zickzack gelaufen. Ja, genau. Und so eine Gruppe von Walrössern, da bin ich nicht so derbe scharf drauf. Hier höre ich sie schon. Da sind sie. Ohne Glühwürmchen. Da habe ich jetzt nämlich ein bisschen drauf gehofft. Na gut, dann machen wir uns hier doch mal einen Steinkreis hin. Ja. Die Mütze kann ich jetzt auch genauso gut auflassen. Ich habe alles noch soweit vorgebaut, was man so benötigt vorerst. Was könnte kommen? Also Archipelago habe ich erzählt. Als dritte Welt könnte auch also, warum sammle ich denn die hier ein überhaupt? Was bleibt da noch übrig? Es gibt noch eine Welt, in der alles gut ist. Und, also Two Worlds. Ist nicht alles gut, aber vieles. Und man spawnt in einem fertigen Lager, in dem Maxwell sagt, dass er einen überreden möchte, dass man dort bleibt. Und dann gibt's die andere Seite der Medaille und da ist dann alles, was böse ist, drin verdrängt quasi. Nee, den möchte ich gerade nicht angreifen, ich möchte den hier zuerst angreifen. Jetzt kommt der Bischof von da drüben. Das sollte nicht passieren. Oh, na gut. Komm, den kriege ich auch noch hinten. Super. So viele Zahnräder. Werden alle zurückgelassen. Hm.
Na komm. Lauf doch nicht weg, du Feigling. Ja, es könnte auch was Neues kommen, was ich noch nicht kenne. Warum nicht? Oh, das ist schlecht für meine Gesundheit. Puh. Wie kriege ich die denn jetzt wieder nach oben? Ah, ich kann erstmal die Maschine jetzt zusammenbauen. Dann habe ich da schon mal den Platz weg. Das ist ja doch schon immer ziemlich viel. Dann weiß ich ja, dass ich auf jeden Fall das Gold mitnehmen werde. So, das kannst du auch schon mal behalten, danke. So traurig es ist, ich brauche die Zahnräder nicht. Bleiben dann einfach hier. Gut. Vielleicht. Was wäre schlau? Ich überlege gerade, ob ich die Büffel angreife. Weil alles andere schon ziemlich weit weg ist. Aber ich. Guck mal, ob hier vielleicht irgendwo Spinnen sind. Dann könnte ich mir noch ein bisschen Essen machen. Ach. Das ging schnell. Hier, greift man den schicken Chester nicht an, bitte. Und Heilsalbe können wir auch machen, das ist doch auch nett. Halt hinterher. Gut. Komm, Chester, wir gehen. In Chester doch auch noch ein paar Baum. Ach, ich habe auch noch Holz in Chester, ist auch gut. Dann pflanze ich hier eben ein paar Bäume. Was jetzt passiert? Ach. So. Die kann ich dann nämlich abholzen. Irgendwann, wenn die wieder größer sind. Und kann mir dann auch noch mal ein bisschen Kohle machen. Für einen neuen Crockpot, wenn ich jetzt nämlich einen baue. So. Dann habe ich den nämlich für die nächste Welt nicht mehr. Aber ich brauche definitiv Essen. Weil das hier wird mir schon wieder schlecht. Ist irgendwie nicht so die beste Idee, die ganze Zeit Klöße mitzunehmen. Ist auch nicht die allerschlechteste. Oh, ich habe eine zweite Nacht jetzt. Okay, das nutze ich. Chester, du bleibst hier. Nimmst all den Krempel mal. Das nehme ich mal mir zu Gemüt hier. So, das auch. Das nehme ich. Was brauche ich für so ein Seil noch? Wo ist es hin?
Da. So, und dann suche ich jetzt. Chester soll hier bleiben. So. Dann suche ich mir jetzt nämlich ein Glühwürmchen. Ich brauche gar nicht viel, ich brauche eins. Meistens sind die Glühwürmchen in Wäldern. Aber vielleicht ja auch hier. Und bei Vollmond kann man die ganz gut finden. Im Dunkeln kann man die besser finden, klar. Aber bei Vollmond kann man die so relativ einfach fangen. Weil man da kein Lager für braucht. Das ist kein Feuer. Und jetzt finde ich natürlich kein einziges. Da sind die blöden. Oh, mir wird kalt. Durchs Hündengebiet schaffe ich es jetzt nicht. Ich friere viel zu sehr dafür. Och Mann. Gönnt mir einfach nicht. Schade. Schade, schade, schade. Oh, mein Stein ist gar nicht. Der muss schon ein bisschen wärmer werden. Ja gut, dann mache ich mal Plan B hier. Hör jetzt erstmal wieder auf und mache eine Pause. Geh zum Lager zurück und werde gleich die Büffel dann angreifen, um mir das Fleisch von denen vielleicht zu trocknen sogar. Weil ich hier auch nicht viel Eis habe, was ich verkochen könnte. Ja. So werde ich das machen. Oder muss ich überhaupt schon Pause machen? Nee, muss ich noch gar nicht. Bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich mache das jetzt immer so, dass ich das an den Tagen abzähle. Aber jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Hier sind auch so viele Büffel, die kann ich nicht angreifen. Was war da unten? Spinnen. Tja. Mir geht's halt auch nicht so mega gut gerade. Aber ich habe ja genug Essen. Ich habe auch genug Gras hier in der Umgebung und Spinnenseide. Das heißt, ich werde... Wie mache ich das? Ich könnte mir ein Zelt hier hinstellen, dann könnte ich zumindest meine Gesundheit wieder nach oben treiben. Ach, wisst ihr was? So, oh, nee, da... Muss mir erstmal einen nachbauen wieder. Na komm. Und eine Holzrüstung möchte ich dann auch haben. Chester bleibt eh hier.
Ein bisschen noch. So. Super. Ich habe den jetzt weggekitet. Das heißt, ich habe den weggezogen von seinem Rudel. Es verfolgt einen immer der am längsten, den man einmal gehauen hat. Dann kann man ganz gut eigentlich auf den einhauen. Einen schaffe ich noch. Ja, kiten, weil ich den hinter mir her ziehe wie an einer Schnur, wie so ein Drachen. Und warte ich immer, bis ich so aus... Oh, jetzt hat er mich trotzdem getroffen. Eigentlich will ich ja immer den ersten Schlag haben. Jetzt geht mein Helm gleich kaputt. So, aber er auch. Na gut, und ich muss jetzt noch mehr Gras sammeln, weil ich mir gleich wahnsinnig viele Trockengestelle baue. Und dann einfach warte, bis das Fleisch getrocknet ist. Und das werde ich nämlich ohne euch machen. Das ist nämlich so langweilig. Das kann ich euch nicht antun. Trockengestelle. Oh, habe ich schon eins vorgebaut gehabt überhaupt? Wir brauchen Kohle und Seile. Oh wei, oh wei. Ich guck mal eben. Ja, die habe ich nämlich noch gar nicht vorgebaut. Und Stöckchen. Kohle kriege ich aus den hier. Und Seile kriege ich aus dem Gras, das ich gesammelt habe. Gut, und dann mache ich das jetzt mal und mache jetzt erstmal wirklich auf Pause. Und wir sehen uns dann, wenn ich das Fleisch getrocknet habe. Ich werde jetzt gleich auch wahrscheinlich mir das Zelt hinsetzen und mich einmal heilen. Weil ich die grünen Pilze gar nicht so essen kann. Weil meine Gesundheit so weit unten ist. Ja. Das wird ein bisschen Farming jetzt, aber das kann ich ja auch getrost ohne euch machen. Und wir sehen uns dann in ein paar Ingame-Tagen. Bis gleich, ciao!